So, wenn ich jetzt das Mikro aufgehabt hätte, hätte man das sogar gehört, was ich gerade gesagt habe. Okay, dann noch einmal. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nun 32. Ach, ich weiß es auch nicht mehr. 33. Seven Days to Die Stream. Ich gucke immer mein B hier dreimal nach, bevor ich starte. Wir haben zum dritten Mal Freitag, den 13. April 2018. 18:22 Windows 7 Internetzeit. Wir hatten gerade den geilsten Stream ever. Der kommt irgendwie, kriegt er irgendwie irgendein Special, werde ich dahinter schreiben. Das war ja der Hammer, was gerade passiert ist. Das, nee, ich mache nie wieder eBay Kleinanzeigen, bevor ich streame. Nie wieder. Es geht heute noch auf dem Dachboden rennen, das fehlt mir noch. Leck mich am Arsch, ich will nicht mehr. Okay, wo haben wir es? Hier. Ach, hallo, Ufo. Hallo, ganz entspannt. Schön, dass ihr auch schon da seid. Ja, die heutige Show verpasst hat, tut mir leid. Ja. Ja, das gibt's nur bei mir. Ja, das ist alles geplant. Jedes noch so kleinste Detail, was hier heute passiert ist, war geplant. Nicht. Ich bin mit Nerven am Ende. Ich will nach Hause. Ach nee, bin ich ja schon. Oh Gott. Nee. Die halbe Straße vor meiner Tür. Aber ihr seht, ich habe Fans, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist ja noch eine Berühmtheit. Das ist bei Kronk wahrscheinlich auch so. Der geht den ganzen Tag die Türklingel. Endlich streamst du, Ziel. Warte den ganzen Tag schon. Ich weiß nicht mal, was ich machen wollte. Ich wollte die ersten richtigen Zombie-Fallen bauen. Da oben, da hinten. Aber ich bin immer mit Reparieren beschäftigt. Weil die Zombies ständig alles angreifen. Ich höre sie schon wieder stöhnen. Wo sind sie? Da verfangen sie sich gerne mal in der Ecke. Aus diesem Graben werde ich eine Zombie-Falle bauen, die es echt in sich hat. Aber dazu später mehr. Ich hole erst noch ein paar Steinchen. Nee, bei Gronkh geht den ganzen Tag das Telefon. Ja, das hatten wir schon. Warst du noch nicht dabei, Dr. Snowden, als wir 16 Mal am Stück. Also, man darf echt nicht umsonst geben. Das nächste Mal machen wir ein Preisschild dran. Die habe ich nicht mitbekommen. Hier hat es 15 Mal am Telefon geklingelt und dann an der Tür und dann bin ich mal angegangen. Ich dachte, sind sie alle völlig durchgeknallt? Natürlich war ich dabei. Ach so. Okay. Aber nein, es war einfach nur jemand, der was umsonst wollte und Angst hatte, dass jemand wegschnappt. Aber wer glaubt schon, dass einer aus der Stadt den ganzen Tag bei eBay Kleinanzeigen guckt wegen Neonröhren? Wer macht sowas? Kaum bin ich krank, streamen alle wie die Verrückten. Delfino streamt jetzt noch nicht, oder? Nö. Ja, das tun wir, um dich zu unterhalten, gut, damit du schneller genesst. Alles für dich, Ufo. Alter, ist hier was los. Hat der echt von unten angerufen? Unten in der Stadt, ich wohne ja oben in der Stadt, meine Stadt ist auf einem Berg gebaut. Hat einer unten in der Stadt hier oben in der Stadt jemand angerufen, damit er ja hier an der Tür klingelt und das sofort holt? Sehr lieb von euch, ja. So sind wir, Kumpel wie Sau. Ja, es muss doch einen Ersatz geben für dich, Ufo. Ja, und da strengen wir sich heute besonders an. Ich habe ein Drehbuch geschrieben für das alles, was gerade passiert ist. Gott. Nee. Und dann habe ich vorhin was bei eBay verramscht und der Typ hat noch nicht bezahlt. Das ist ärgerlich, weil ich hätte es morgen auf die Post bringen können. Aber ja.
Ruft der hier oben der Stadt der Leute an, dass sie bei mir an der Tür klingeln. Das ist geil, oder? 20, geh vorher einkaufen. Ja, aber ich werde wohl nicht bis 20 machen. Das, ich muss mir das vorgenommen. Aber wenn die Zeit so verrennt, man kommt dazu nichts. Entweder man muss Zombie-Scheiße reparieren. Oh Gott, das war die brutalste eBay-Kleinanzeige, die ich hier rausgehauen habe. Uff. Hens, was umsonst gibt, Leute. Oh, Wahnsinn. Sind die Leute nicht gewohnt? Ich bin noch nie braven, frommen Buddhisten in ihrem Leben begegnet. Ah, ohne Minimalisten. Das ist geil. Ja, so sind es die typischen Mannsfäller. Das Telefonat hatte was davon an sich, als hätte ich mit Elzerglanz telefoniert. War nicht schlecht. Ah ja. Ich liebe die Gegend, in der ich aufgewachsen bin. So sind sie. Ist das geil. Du darfst auch keinen siezen. Die nehmen das alle übel, wenn du sie siehst. Ach ja. Ich liebe es. Ein schönes Erlebnis. Ich bin noch nie so schnell leuchtlos geworden. Das nächste Mal ich ans Telefon. Da hätte ich mir eine Menge Stress erspart. Ich dachte schon, irgendwo brennt's. Oder Flutwasser. Wenn die Leute so wie die Irren hier klingeln. Ich dachte, das hat was mit mir zu tun. Hat es letztendlich auch, aber anders als ich dachte. Ich will endlich wieder aufhören zu schwitzen. Ich bin mit Nerven komplett am Ende. Sag mal, kennt einer von euch eine gute Quelle für Messing in dem Game? An Messing kommt man echt schwer ran. Da haben wir selber eine eingefallen. Autos auseinanderbauen. Da kommt man ab und an wenigstens ein bisschen. Ansonsten looten und beten. Hör mir auf mit irgendwo brennt's. Als damals das Haus neben uns gebrannt hat, war das nicht so prall. Hab 5 Stunden draußen gestanden im Januar. Okay. Ja, sei froh, dass es nur nebenan war und nicht da, wo du gewohnt hast. Ein Rauch bildet irgendwelche Gifte und dann lässt eine Feuerwehr nicht mehr so schnell rein. Also auch nicht, wenn es aufgehört hat mit Brennen, dann darf man da nicht mehr drin wohnen. Oh, nee, nervt. Und, oh, muss immer renoviert werden. Und, also nur mal draußen stehen ist nicht so schlimm. Aber ich hatte zum Glück in meinem Leben noch keinen Hausbrand und das darf so anhalten. Das darf gerne so bleiben. Zum Glück ist nichts übergeschlagen, ja. Es war um 2 Uhr nachts. Achso, das ist natürlich dann ein bisschen fies, ne? Also ich habe an der Nacht wohl keinen Schlaf. Warum müssen die Leute immer nachts alles abbrennen? Könnt ihr das nicht da so machen?
Weißt du, wie das vorher entstanden ist? Also, haben sie dir dann später die Ursache genannt? Moment mal, wieso ist mein Bein eigentlich heilt? Ich habe doch überhaupt nicht geschient. Ach, komisches Spiel. Oder heilt das Bein auch ohne Schienen? Egal. Und was ist mit euch, Leute? Delfino, UFO, Snowden, wann spielt ihr mal wieder 7 Days to Die? Ich habe mir den ganzen Server umgebaut, ihr kennt den gar nicht wieder. Nee, selbst wenn man Wochen hier verbringt, da reicht mir landschaftsmäßig echt nicht so viel. Man wird ja ständig von Zombies angegriffen. Das ist so nervig. Hat einer gelegt, so Drogenfuzzi. Absichtlich! Oh, das ist doch das Letzte. Ja, unabsichtlich passiert es nicht so oft. Mir wäre es dies Jahr fast passiert, unabsichtlich. Und zwar ist meine. Mein Geschirrspüler in Rauch aufgegangen. Er hat geheizt, aber es lief kein Wasser durch. Auf einmal kam lilaner Rauch raus aus dem Ding. Und ich habe mich dafür entschieden, den Strom zu klauen. Also ich hätte fast mit meinem Geschirrspüler meine Küche abgebrannt. Jetzt mit der neuen CPU werde ich sicher auch 7 Days mal streamen. Ja, und zwar in höchster Grafikauflösung, versteht sich. In 1080p 60 Frames, so wenig. Nur Beste vom Besten wollen wir hier, erwarten wir hier bei dir. Weil du bist jetzt unser Vorreiter, unser Zugpferd, weil du hast den stärksten Prozessor. Was übrigens eine Frechheit ist. Ich wollte immer den stärksten haben. Egal. Die hab immer noch ich. Nee, haben wir nicht denselben? FX8350 oder so? Was hast denn du für einen? Ich red mir ein, dass ich's habe. So. So diesig. Ach, es regnet. Nervlampe da. Hat den CPU auch nicht die Kraka-Ziel. Das zählt nicht. Ich sprach jetzt wirklich nur von der CPU. Ansonsten ist klar. Der CPU. Da war es nicht erlaubt, stärker zu haben als wir. Weil damit keiner stärker ist, weißt du. Und Delfino schießt wieder der Quere, hält sich nicht an die Regel. Und kauft einen falschen Prozessor. Eigentlich hätte er auch den FX da 8350 kaufen müssen. Das ist so eine Gruppenregel bei uns. Also ich kaufe mir keinen Threadripper. Was ist denn ein Threadripper? Bitte auf Deutsch. Was bedeutet das? Werde in 27p mit 60 Frames streamen. Sieht auch besser aus. Mit Bitrate bei Steam ist 6000 eigentlich zu wenig für 1080. Wow, bei den Leuten, die mit 1080 streamen, sieht es eigentlich immer gut aus, finde ich. Größte CPU von AMD. Ach, du gehst wieder gleich vom Größten aus. Okay.
Nee, soll's ja auch nicht. Der reicht! Der leistet hier jedes Spiel. Der FX. So. Haben wir noch Erde? Brauche ich nicht. Weg damit. Weg damit. Ich zock mit dem 53, 8350 noch alles. Genau das meine ich. Das ist genau das. Und meine alte CPU war 9 Jahre alt. Nächste wird auch so lange reichen. Deswegen musste ich dich überbieten hier. Ja, ich zähle mit. Weh, du kaufst dir ja ein. Du musst jetzt 9 Jahre ohne neuen auskommen. Also ich habe es nie über 5 Jahre geschafft. Naja. Platz habe ich noch im Inventar. Bisschen. Ich will nie wieder unter Steinmangel leiden im Game. Das braucht man nicht unbedingt. Aber noch Platz. Ja, Bio-Bannis-Kraft. So, im Game zumindest. Als nächste müsste die Grafikkarte getauscht werden. Da empfehle ich dir meine, die tut's. Die 57 Ti reicht. Ich habe es noch nie geschafft auszulassen. Die hat ein bisschen wenig RAM, finde ich, aber ich mache da trotzdem alles flüssigst. Hat einer von euch eine Idee, wie man eine Neonröhre verwendet? Ich habe mich das schon immer gefragt. War alles über einen Meter Sondergröße, aber es gibt auch gar keine Kartons, wo man sowas reinmachen könnte. Anderthalb Meter lange Kartons, die sehr schmal sind.
Will noch jemand wissen, was ich heute gegessen habe? Als das vorhin gefragt wurde, war nur einer da. Meiner hat 3 GB, das ist heute nicht mehr viel. Die nächste sollte Minimum 6 GB, besser 8 haben. Na, wenn deine 3 hat, dann hast du jetzt eine stärkere Grafikkarte als ich, dann reicht die noch ein paar Jahrtausende. Mama! Mama! Kein Bock auf Zombies. Mama? Na. Arsch. Wo werde ich von wem gejagt? Selben. Dresche, die du verdient hast, kann ich auch nicht austeilen. Arschloch. So. Ein Nerven. Kaktus, ich habe schon Zombie gehalten. Bin mal einkaufen. Viel Spaß dabei. Bring mir was Leckeres mit. Danke. Das ist eine Sachertorte, eine Schachtorte und einen Baumkuchen. Danke. Spaß beim RL-Looten der Fügung. Relife-Looten! Das ist auch nicht schlecht. Ich gehe looten! Wo denn? Bei Kaufland oder Aldi? Auf Katzenfutter. Igitt. Okay, viel Spaß beim Katzenfutter kaufen. So ein bisschen Ketchup drauf, dann schmeckt das auch. Ja, an dem Game hier esse ich ja nur Katzenfutter. Ach, jetzt auch noch so ein Drop, schade. Ich kann ihn nicht holen, den Drop. Oh, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Könnt ihr heute mal ein Gruppenbeten machen? Betet mal, dass mich meine Nachbarn heute schlafen lassen. Bitte macht mal alle ein ganz heiliges Gruppenbeten. Vielleicht habe ich ja Glück. Eine Nacht ohne diese Stimmen auf dem Balkon. Immer diese Stimmen. Ja. Alle Gruppenbeting. Obwohl, wenn ich es ins Moped reinpacke, dann könnte ich das gleich holen. Moped ist noch ein bisschen Stauplatz. Hi, dummer Brummer. UFO betet. Was ist mit euch anderen? Und ich bete, dass dein Schnupfen weggeht, UFO.
So, zurückgebetet. Sohne betet auch. Wer betet mit? Das ist sogar besser als eine Money-Spende. Mein Schlaf ist mir so wichtig, das ist mir wichtiger als Geld heute. Spendet mir Schlaf. Macht eine Twitch-Spende. Schlaf. Die großen Zielführer. Gronkh Nummer 2 für mich. Spendet hier 12 Stunden feinsten erholsamen Schlaf. Das ist auch viel. Mir reichen 8, wenn ich sie dafür durchgängig schlafen kann. Inklusive erholsamen Albtraum. Bin ich absolut glücklich. 8 Stunden tiefenentspannt. Ein Albtraum dazwischen, hat man was erlebt. Kann sich drüber freuen. Und dann am nächsten Morgen ausgeschlafen. Ein paar Dinge erledigt. Ich erledige es. Ganz tolle wichtige. Spende 2 Albträume. Danke, UFO, das ist äußerst lieb. Das ist doch eine schöne Spende. Sie kostet euch nichts außer Gedankenkraft. Albträume sind die besten, da erlebt man aber was. Ich kann ja nicht genug davon kriegen. Besser als jeder Thriller im Fernsehen. Schreien wird auch nicht kleiner, aber meine Hacke geht schon wieder ins Kaputte. Der dritte Riesenfelsen, den ich heute abbaue. Spendet eins Bananen und ein Snickers. Das ist lieb. Hab heute auch Snickers gegessen. Finanzen sind wichtiger als Schlaf. Ja und nein. Wenn ich richtig viele Finanzen hätte, dann würde ich mir eine Villa kaufen. Und warum? Um mit der dann ruhig schlafen zu können. Also es bedingt sich beides. Also spendet mir viel Geld, dann kann ich mir Umziehen leisten. Wo ich dann heier in Ruhe machen kann. Das Finanzamt legt keinen Wert auf Schlaf. Ja. Das ist schön. Die Beamten schlafen nachts sicher auch. Und auf dem Amt dann weiter. Okay, das war's mit meiner Spitzhacke. Schade. Da bin ich noch auf der Karte grob. Der Spitze des Flusses. Gut, jetzt holen wir noch diesen Drop. Wo war ich da im Wasser?
Okay, wo ist mein Moped? Da packen wir erstmal alle Steine rein. Was essen? Da kriegt Miese einen Topf. Auch die vom Finanzamt müssen schlafen, ja. Finanzbeamte kennen das Wort Ruhe nicht. Nein. Machen doch ganz nach nichts. Sagt ein Beamter zum anderen, ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Wir tun doch nichts. Liebe ihn. Ja, mein Lieblingsspiel, Beamten-Mikado. Kennt ihr das? Ja, kennt es nicht. Ja, brauchen solchen strahlenden Regen in den Game. Sagt ihr mir zu meiner wunderschönen Scrap-Rüstung. Nicht wieder ins Wasser fahren, das habe ich heute schon früh schon hinter mir. Ist ja heute schon mein dritter Stream. Und ja, die haben es tatsächlich ins Wasser geworfen. Okay, sind das wenigstens Baupläne, die ich brauche? Moment, ich muss mal was töten. Komm mit ein bisschen Benzin her. Zombiefett. Ach, ich bin nur Scheiße, ey. Was ich ja immer noch suche in dem Game, verzweifelt. Sprengbolzen? Ja. Kann ich alles verkaufen? Habe ich alles schon. Ich suche seit Wochen. Bauplan für Pistole. Aber glaubt ihr mir, das Spiel gönnt mir das? Nö. Das wäre Quark. Hier mal über Straße. Sicher, sicher. So wie in dem Game hat es gestern Abend auch geregnet. 22 Uhr. Das war echt heftig. Wie das hier herrschte bei uns hier. Das war der Hammer. Da hinten in der Hut. Gekracht und gerumst. Gucken, was nächste Nacht wieder regnet. Und stürmt und wummert. Treffen sich zwei Beamte auf dem Flur, fragt der eine. Kannst du auch nicht schlafen? Wie kennst du den her? Hast du ihn selber einfallen lassen oder geklaut? Er gefällt mir. Ah, die Sichtweite ist bei Regen. Schlicht nicht vorhanden. Was ist denn das für ein Zeichen? Ein guter warmer Eintopf. Ach, die Scheiße wärmt. Dann soll ich den mir nicht mehr in der Wüste essen. Tut sich der Regen eben auch gesagt. I'll sell you good, but if you cross me, you'll meet the wrong end of my 44. Ist ein Motion-Sensor. Bewegungssensor.
Oh, Leute. Hier oder bist du? Oh, ja gut. Das ist selten. Das ist Messing. So viel wie geht von dem Zeug. Nehmen bei einer Flutnacht immer alle drauf. Genau, und immerhin Stuss, der Typ. Nicht mehr Robert. Jetzt kann ich nach Hause bauen erstmal. Ein paar 6000er Steine habe ich jetzt erstmal. 6000er Stacks. Ich wünsche, das Inventar wäre mal 6000 groß. Unendliches Inventar. Zum unten machen wir das Rollen, das wäre nicht schlecht. Stoppschild da am Rücken finde ich mega. Diesen Skat-Rüstung. Leider habe ich nur Scrap-Handschuhe und Scrap-Brustpanzer. Noch nicht Scrap oder irgendwas anderes. Da bin ich richtig hinterher an Bauplänen. Habe ich das nicht hübsch gebaut? Sag doch mal was zu meinem Pyramidenbunker, ja. Einmalige Schönheit. Das hier ist mir persönlich immer ein bisschen nicht wehrhaft genug. Aua! Was? Ist was kaputt? Ja, das ist nichts mehr. Okay. Füllen wir mal wieder den Vorrat auf. Ja, machen wir das so, ja. Sechstausend, nochmal 6000. So, aus Ditte und Ditte wird Ditte. So. Ach ne, ich habe noch was im Moped. Ja, das, ja. Weggepacken ist nicht so gut.
Wonderbra. Jetzt Tür zu machen, der Regen, ja. So. Die 6000 Eisen brauchen wir wohl noch ein bisschen. Oh, genau, die haben es halt durchgebrannt. Also Eisen ist jetzt ordentlich da drin. Ordentliche Eisenmenge. Ach, seht ihr, Schatzsuche muss ich ja auch noch. Kommt sie nicht. Dieses Game ist wirklich nervig vereinnahmend. Ich habe heute schon 2 Liter Thüringer Kräutertee getrunken. Besser als nichts. Ich empfehle immer noch Kripostat. Ich wäre schon längst der Apotheke gerannt. Oh ja, jetzt habe ich endlich mal eine ordentliche Menge Stein hier drin. Jetzt fehlt nur wieder Sand. Mal Sand raus. Ich bin da nicht so für Medikamente wie du. Fisch, das sagt der Richtige. Normalerweise bist du derjenige, der sich damit vollballert. Ich derjenige, der es ablehnt. Aber bei Kripostat darf man Ausnahmen machen. Und Kopfschmerzentabletten gibt es auch gute. Da empfehle ich Dolormin. Und nicht Aspirin. Das wirkt nicht. Da der Scheiß ist das. So. Moment. Hier hinten baue ich mir eine Zombie-Falle hin. Zukünftige Blutnächte werde ich dann von hier aus abhalten. Genau. Der Stein da ist schon mal an einer guten Stelle. Das gefällt mir schon mal. Darum brauche ich 200. Stein. Plattenblock. Am Anfang nicht so schlecht. Ach ja, und ich will das weiter durchziehen. Bis ganz nach hinten. Aber, naja, das wird noch. Das wird so eine gemeine Zombie-Falle, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Zombies tun mir leid. So unfassbar leid. So leid tun die, das kann ich mir nicht vorstellen. Ziel ist es,
weniger Muni zu verbrauchen und weniger Reparaturarbeiten zu haben nach einer Blutnacht. Aber heute werde ich nicht mehr viel schaffen, weil ich werde den Stream wirklich gleich beenden. Allein der Sturz wird die Zombies schon schädigen ohne Ende. Ebenen Boden. Was ist denn das hier passiert? Ach Leute. Echt jetzt? Da hat sich ein Zombie aufgespießt. So, was wollte ich jetzt? Was hat doch jetzt gefehlt? Egal, werde ich dann erfahren, wenn ich wieder zurück bin. Irgendwas hat gerade gefehlt. Ich gehe nochmal hier hoch. Geil, mir wird es ruhig noch wieder einfallen. Ich mach da hin, ja. Brauche ich mehr davon. Ach ja, klar, das Spitzhacke. Ich brauche Stahl. Das war's. Geh ich mal hin. Stahl war's. Stahl, Stahl, Stahl. Da musste ich hin, genau. Dazu ja. Können wir jetzt auch zumachen. Zarte.
geht er ja tief runter. Das ist ja mal... Frage ist, wollen wir das so hoch angleichen? Mein Haus nur noch so viertelwegs. Hallo Onkel Willi! Willkommen zum Ende des Streams. Oder will ich lieber einfach alles eins tiefer setzen? Kann dann hier wiederum alles eins tiefer machen. Und hier eins höher, da eins tiefer, dann haben wir's. Ich zwar alles, was ich jetzt mache, da wieder abreißen, aber das macht nichts. Auf jeden Fall eine ordentliche Angleich. So Leute, wenn ihr noch was zu sagen habt, sagt es jetzt oder schweiget für immer. Die haben den Streamer jetzt küssen. Ich beende den Stream ganz exakt jetzt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tüdelidüdelidüdel.